Spiel 1 für die Schwenninger Wildwings, nachdem Harold Kreis als neuer Bundestrainer jetzt offiziell vorgestellt wurde. Es geht gegen den ERC Ingolstadt. Alle drei Saisonduelle hat man bislang verloren, saisonübergreifend. 7-mal in Serie keinen Sieg eingefahren. Heute in den dunklen Trikots die Wildwings gleich mit einer guten Möglichkeit, beziehungsweise die Schanzer, die eine gute Möglichkeit hergeben. Garteig und Pieter, so ein bisschen uneins, dann ist der Pfosten, der auf Seiten der Ingolstädter ist. Dann der ERC mal mit Stefan Marzot. Marzot trifft den Pfosten, also nach Stangentreffer steht es jetzt schon 1:1. Powerplay dann für die Gäste. Bodi. Und dann kommt jetzt Hüttl an den Puck mit dem One-Timer. 1:0. Die Führung in der 10. Minute für die Ingolstädter. Geduldig gespielt und Hüttl, der hier per One-Timer erfolgreich abschließt, der Verteidiger mit seinem 5. Saisontor. Eriksson zum ersten Mal geschlagen. Die Schwenninger ja mit 3 Siegen in Folge zuletzt, aber hier mit dem Fehler im Aufbau. Dann ist es Dachowiak und der macht das sensationell. Ganz spitzer Winkel, mehr oder weniger kurz vor der roten Linie, vorbei an Eriksson. Stachowiak mit dem 2:0 und einem ganz feinen Treffer mit der Rückhand. Das hat nur 20 Sekunden gedauert und dann 3 Minuten später wieder Ingolstadt. Scheibe erstmal tief gespielt und dann kommt gleich Brune an den Puck. Brune 3:0. Luis Brune in richtig guter Verfassung, sein 3. Tor in den letzten 5 Spielen. War vielleicht noch ein Schwenninger dran, auf jeden Fall punktgenau geht er in den Winkel. Eriksson wieder machtlos, die Ingolstädter mit einem starken ersten Drittel. 24:9 Schüsse auf das gegnerische Tor. Unter 3:0 Führung der neue Bundestrainer kann natürlich nicht zufrieden sein, hat aber dann die richtigen Worte gefunden. Tor bei den Ingolstädtern aus der Verankerung. Spiel geht aber weiter und dann ist da Mitch Wall mit seinem ersten Saisontor. Das ist keinem wirklich aufgefallen, dass das Tor nicht in der Verankerung ist, macht hier aber auch nichts aus. Indraschis, schöner Pass und Wall staubt dann ab. Das Ganze wird nochmal gecheckt, aber egal, ob das Tor in der Verankerung ist oder nicht, der Puck wäre so oder so genau da rein. Das erste Tor für die Wildwings und die waren jetzt auf einer Mission. Puck geht wieder nicht raus und 41 Sekunden später das 2:3. Am Ende dürfte es Karatschun sein, der hier das Tor macht mit der 47, dran bleibt und dann wohl hier rein tippt. Garteig noch dran, aber nicht entscheidend dran. Und dann innerhalb von 65 Sekunden machen die Wildwings den 3. Streich. Florian Elias mit dem 3:3. Wie gesagt, 3 Tore in 65 Sekunden. Der DL-Rekord liegt bei 21 Sekunden von den Kölner Haien. Aber das war ein super Auftritt jetzt im 2. Abschnitt von den Schwenningern. Das Spiel wieder ausgeglichen. 18:7 Schüsse aufs Tor für die Gastgeber. Rechts. Tyson Spink, der Top-Torjäger, fehlt heute kurzfristig mit einer Oberkörperverletzung. Bei dem Schlussabschnitt war es eine ausgeglichene Nummer. Man hatte so das Gefühl, wer jetzt das 4. Tor macht, wird das Spiel gewinnen. Pieter ist es dann mit dem 4:3. 53. Minute, frisch den Vertrag um 2 Jahre verlängert. Kraus für Pieter und der staubt mit der Rückhand ab. 4:3. Ingolstadt wieder einen vor. Keine Chance für Eriksson. Die muss jetzt natürlich ein bisschen mehr Risiko gehen und laufen dann in den Konter. Faeser, Faeser! 2. Spiel nach seinem Comeback, war 3 Monate aus, nachdem er sich in Schwenningen verletzt hat. Jetzt trifft er gegen die Wildwings zum 5:3. Er macht den Deckel drauf. Schwenningen kommt nicht zurück. Ingolstadt gewinnt mit 5:3 im Schwarzwald. Yeah, it definitely swung both ways. You know, we had a good start, and you know, we had a lapse there in the middle of the game where, you know, they were able to tie it up. But you know, I thought we finished very strong. Ich denke mal, wir haben einfach 2 Minuten geschlafen und im ersten Drittel und noch im letzten Drittel wurden wir dann bestraft, haben nicht wirklich gegenhalten können.
Aber ja, ich meine, es ist schade, es hätte auch beidseitig ausgehen können, also von dem her, nächstes Spiel. Ja, das Pendel schwingt am Ende dann zum ERC Ingolstadt, die den vierten Dreier gegen die Wild Wings in dieser Saison eintüten. Ja, und Schwenningen zuletzt 3 Siege in Serie, jetzt mal wieder eine Niederlage, haben jetzt 9 Tage Pause, dann geht's wieder weiter im Kampf um die Playoffs. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.